Es geht heute um angewandte Datenrettung. Mein Name ist Bernhard Rummer. Ich habe Telematik studiert vor einigen Zeiten, also 2001 habe ich absolviert. Bin seitdem oder ein Jahr vorher bei der Infonova angestellt, inzwischen Bearing Point. Bin dort Architekt und Softwareentwickler, inzwischen mit dem Haupttechnologie-Stack Java und das Spring Framework. Bin eigentlich regelmäßiger Vortragender, seit es die Grazer Linux-Tage gibt. Das T-Shirt beweist das. Ich spiele prinzipiell gerne mit Software, Netzwerk, Hardware herum. Zwar nicht ganz so im Detail wie die Leute, die dann zum Beispiel beim Chaos-Kongress vortragen, aber ich probiere halt immer wieder was Sachen aus. Zum Beispiel jetzt OnCloud, Nextcloud, Heim-Netzwerk, was ja Vorträge von den letzten Jahren von mir waren. Oder auch mit Raspberry Pi, bei Spielereien. Oder das Lampenprojekt, das man dann in 2 Stunden beim Bearing Point Stand wieder sehen kann oder bei den Lightning Talks. Nebenbei spiele ich auch noch Leadgitarre in einer Hobby-Rock-Metal-Band, so ganz so nebenbei. Okay, um was geht's heute? Zuerst 2 Geschichten aus dem Leben, wo dann eben Datenrettungsmaßnahmen oder wo ich dann eingeschaltet worden bin, um Datenrettungsmaßnahmen durchzuführen. Kurz Theorie, dann auch Praxis, wie schauen die Tools aus, die ich verwendet habe. Wie kann man sie grob gegenüberstellen und ein paar Lessons learned, was ich dabei gelernt habe und was ihr vielleicht dann auch mitnehmen könnt, falls ihr das jemals braucht. Worum geht es nicht? Ganz explizit um Backup und Restore, weil wenn du das hast, dann brauchst du das, was ich heute erzähle, vielleicht gar nicht. Dann kommerzielle Datenrettungstools habe ich mir auch nicht angeschaut, weil es sind ja schließlich bei den Linux-Tagen. Dann professionelle Datenrettung, also es gibt Firmen, wo man dann auch zum Beispiel Festplatten mit Headcrashes einsetzen kann. Da habe ich persönlich genau 0 Erfahrungen, deswegen kann ich auch nichts Sinnvolles darüber erzählen. Forensik ist auch eher ein Begriff, den ich jetzt vermeiden möchte, weil da geht es oft zum Beispiel bei der Strafverfolgung, in Spurensicherung und so weiter. So weit will ich eigentlich, da will ich gar nicht eintauchen eigentlich. Und auf der anderen Seite auch um das nachhaltige Zerstören von Daten und Datenträgern, also wie zerstört man Daten so, dass auch eine professionelle Datenrettungsfirma nichts mehr machen kann. Kann ich auch mangels Erfahrung nicht viel dazu sagen. Zuerst die Geschichten aus dem Leben. Erstes Szenario, normale Digitalkamera. Der Benutzer hat halt Fotos gemacht, was man, wie man halt so macht. Dann irgendwann wollte er die halt auf den PC umkopieren, ist aber irgendwie dann abgerutscht und hat sie stattdessen irrtümlich gelöscht. Ich kann nicht sagen, klassischer User-Fehler, nicht? Aber Hände auf, wenn das so etwas schon oder so etwas Ähnliches schon einmal passiert ist. Genau, also passiert halt manchmal, nicht? Kann man nichts machen. Und das ist jetzt natürlich ein Fall, wo zu welchem Zeitpunkt noch gar keine Backups der Fotos vorhanden waren, weil sie ja erst auf der Kamera gespeichert waren. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Ich habe im Prinzip alle Fotos wiederherstellen können. Und natürlich auch eine, die auf der Speicherkarte schon vor längerer Zeit gelöscht worden sind. Die sind halt auch zufällig wieder rausgeburzelt. Aber besser mehr als zu wenig. Andere Geschichte, eher weniger lustig. Auch ein Betroffener ist halt angerufen worden. Das war jetzt so zur Weihnachtszeit, war auch in den Medien die Geschichte. Das war eben diese Microsoft-Support-Betrugsmasche. Der Betroffene ist halt bearbeitet worden. Ja, sie haben ein Problem mit ihrer Windows-Lizenz, bla bla bla. Letztendlich hat der User dann halt sich Schadsoftware installieren müssen, von der er natürlich nicht gewusst hat, dass es Schadsoftware ist, aber dann war der Angreifer halt drinnen. Der Betrüger wollte dann früher oder später Geld sehen. Das erste Mal hat der User dann auch bezahlt. 2 Wochen später, wie das bei Erpressungen halt so üblich ist, geht das Ganze halt wieder von vorne los, will wieder Geld sehen. Diesmal hat der User dann gesagt, nö. Der Betrüger hat gesagt, gut, dann lösche ich halt die Festplatte, was dann auch so passiert ist. Dann, die gute Nachricht war, es waren zwar Backups vorhanden in Form von USB-Sticks oder Festplatten. Der User wollte halt die Daten auch zurückkopieren. Schlechte Nachricht ist, nachdem der PC noch immer infiziert war, sind die Backups auch gleich mitgelöscht worden. Blöde Geschichte. Dann ist die ganze Sache halt zu mir gekommen, also PC und USB-Medien. Der Vorteil oder das Glückfall in dem Fall war, dass der Betrüger die Daten nur gelöscht hat, aber nicht überschrieben oder verschlüsselt oder sonst irgendwas gemacht hat. Deswegen konnte ich eigentlich sehr viele, weil ich natürlich nicht weiß, ob das jetzt alle waren, aber ich habe doch gefühlsmäßig sehr viel wiederherstellen können und sowohl von den USB-Medien als auch von der PC-Festplatte und der Betroffene hat jetzt am Ende halt nur mehr die Aufgabe, das halt wieder alles einzusortieren, was dann eher die mühsamere Arbeit ist. Kurz zur Theorie.
Wie ist das so mit Dateisystemen und Datenlöschen? In Wirklichkeit ist es ja so, dass wenn man Daten löscht, das wird ja nicht wirklich gelöscht. Der Klassiker, den sicher jeder kennt, ist der Papierkorb unter Windows, Apple, was auch immer. Da sind die Daten in Wirklichkeit noch immer da und es ist sogar ein Feature, dass ich draufklicken kann und sage, okay, stell es wieder her, dann ist alles wieder so, wie es vorher war. Und selbst wenn man sagt, okay, aus dem Papierkorb auch löschen, ist es in Wirklichkeit so, dass nur im Filesystem aus dem Verzeichniseintrag, wo diese Datei drinnen liegt, dieser Eintrag als frei markiert wird, aber die Datenblöcke selbst, die jetzt zum Beispiel ein Foto ausmachen, sind in Wirklichkeit immer noch auf der Platte drauf oder auf dem USB-Stick oder was auch immer. Und das ist jetzt genau das, wo jetzt diese Wiederherstellungstools auf verschiedene Arten und Weisen ansetzen. Das heißt, die gehen jetzt direkt auf das Medium drauf und nicht auf die Schnittstelle, die das Betriebssystem anbietet. Manche Tools haben dann Wissen über das darunterliegende Filesystem. Also die wissen dann, okay, bei NTFS schaut das so und so aus, bei ext4 schaut das halt anders aus. Andere Tools gehen einfach brutal direkt auf die Disk drauf. Und was sie dann machen, ist, dass sie eben gezielt nach Dateien oder Datenblöcken suchen und das dann raus extrahieren. Kurz eine Folie zu Images. Was ist ein Image? Ganz grob vereinfacht gesagt, ich nehme einen x-beliebigen Datenträger her, ich lese ihn 1:1 aus und speichere ihn als Datei auf einen anderen Datenträger. Warum man das macht oder warum das sinnvoll sein kann, ist, dass man jetzt die Datenrettungsmaßnahmen, die man macht, jetzt nicht auf den originalen Datenträger anwendet, weil stellt euch vor, es passiert dann ein weiteres Missgeschick, dann kann es natürlich passieren, dass man mehr Schaden anrichtet, als man eigentlich gut machen wollte. Und wenn man das Image verhaut, dann kann man halt jederzeit ein neues Image machen und wieder von vorne anfangen. Es kann auch sinnvoll sein, wenn man irgendwie eine langsame USB-Festplatte oder einen langsamen USB-Stick hat, weil dann eben die Restaurierungstools auf einer schnellen Festplatte dann auch einfach schneller sind im Endeffekt. Oder kann manchmal sinnvoll sein, wenn man irgendwie eine Art von Beschädigungen hat, weil manche von diesen Image-Tools haben dann auch, die sind ein bisschen smarter und versuchen dann irgendwie in kleineren Blöcken dann doch noch irgendwas rauszulesen. Und oft ist es so, dass dann die Datenrettungstools an sich dann eher weniger gut mit Fehlern umgehen können. Und da ist es auch in dem Fall oft geschickt, ein Image vorher zu machen. Der Klassiker ist aus den Core Utils DD, Kommandozeilenaufruf, wie hier gezeigt. Man sagt an, von welcher Disk, in dem Fall SDB als Beispiel, möchte ich auf der Datei Stick Image eine Kopie machen. DD hat jetzt ohne die untere Option jetzt genau die Eigenschaft, dass wenn jetzt ein Lesefehler passiert, dass er einfach abbricht. Ist dann auch nicht unbedingt das, was man will. Man kann dann conf no error dazugeben, dann überspringt er das und macht einfach weiter. Besser sind aber jeweils die vier weiteren Tools. Das funktionieren ähnlich wie DD, aber sie sind dann die gehen dann eben intelligenter mit Fehlern um. Ich werde jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen natürlich, weil ich möchte eher auf die Datenrestaurierungstools dann eingehen. So, Wiederherstellung. Was ich gemacht habe, also nach diesen beiden Geschichten von vorne, habe ich dann auch probiert, ich versuche jetzt irgendwas vorzubereiten, um vielleicht auch einen Vergleich und eine Live-Demo zu machen mit Daten, die jetzt im Prinzip frei sind, obwohl es nichts Schlimmes oder Geheimes oder Privates dahinter ist. Ich habe dann einfach 340 Dateien, ungefähr 140 Megabyte von meinen früheren Linux-Tagen-Vorträgen hergenommen, die sowieso öffentlich sind. Habe dann quasi so eine Art Laborbedingung erstellt, indem ich 128 MB Images gemacht habe mit verschiedenen Filesystemen. 128 MB deswegen, damit es einfach schneller geht dann bei der Live-Vorführung. Die Filesysteme waren VAT32, NTFS, X3, X4. Und dann habe ich ein kleines Skript geschrieben, das dann einfach mehrmals hintereinander einige dieser Dateien halt reinkopiert, wieder löscht, wieder reinkopiert, wieder löscht, dann andere Dateien reinkopiert und wieder löscht. Und jeweils mit Unmount und Mount dazwischen, damit eben meine Änderungen und Schreibzugriffe auch wirklich rausgeschrieben werden in das Image. Weil sonst wird im Prinzip alles gecached und am Ende ist der Datenträger noch immer leer, weil man am Ende dann wieder alles löscht. Danach, was ich gemacht habe, ist, ich habe über diese Images eben verschiedene Tools drüber fahren lassen, habe dann auch versucht, das zu messen, wie jetzt, zumindest quantitativ zu messen, wie viele Dateien wirklich wiederhergestellt werden konnten, indem ich von den Originaldateien Hashes gemacht habe, dann von den restaurierten Dateien auch Hashes gemacht habe und dann einfach geschaut habe, welche davon sind jetzt wirklich Treffer und
und eindeutiger treffe in dem Fall sogar, damit ich dann sagen kann, okay, Tool X hat auf Filesystem Y 27 Dateien zum Beispiel wiederherstellen können. Die habe ich dann gezählt und am Ende kommt dann noch eine Tabelle, wo ich das überblicksmäßig darstelle, aber ich sage auch gleich dazu, das ist alles eher mit Vorsicht zu genießen, weil in der Realität hast du natürlich einen Datenträger mit genau einem Filesystem und dann hilft es mir nichts zu sagen, okay, mit FAT32 wäre es vielleicht besser gewesen, weil dann musst du im Prinzip das nehmen, was du hast. Aber mir hat es einfach interessiert und es gibt dann doch eine Sache, die vielleicht sehr interessant ist am Ende, aber da komme ich später dann noch einmal zurück. Fangen wir mit den Tools an. Also bei manchen von diesen Tools werde ich dann auch Live-Demos machen. Nicht bei allen, weil sonst dauert es einfach zu lange. Tool Nummer 1, ext3grep, wie der Name schon vermuten lässt, funktioniert auf ext3-Images bzw. Partitionen. Lustigerweise funktioniert es nicht für ext4. Was man dann tun muss, ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Festplatte hat, wo dann eine ext3-Partition drauf ist, man kann das Tool nicht direkt auf das Image anwenden, sondern man muss wirklich die ext3-Partition sich heraussuchen. In meinem Fall mit den Image-Dateien geht es mit den beiden Kommandos und ich zeige das vielleicht jetzt am besten her. Deswegen habe ich da eine Root-Shell, weil das nur als Root geht. Show ext3.image. Was dieses Kommando jetzt macht, ist, es nimmt jetzt diese Image-Datei her, zeigt mir dann an, unter devloop 0 ist jetzt das über das Loopback-Device gemountet und was das auch macht, ist, dass auch einen Partition-Scan macht und unter devloop 0p1 ist dann eben diese ext3-Partition wirklich verfügbar. Und was ich jetzt machen kann, ist, dass ich genau dieses ext3grep-Tool loop 0p1 einfach drüber fahren lassen kann. Dann rumpelt es ein bisschen. Okay, deswegen ist es ein kleines Image, damit es schneller geht. Und wenn wir jetzt einmal versuchen zu schauen, okay, jetzt ist natürlich, gehört natürlich alles dem Root. Ja. So, okay. Dann so. Was habe ich falsch gemacht? Da sind die Images, okay. Okay. Gut, ich überspringe das jetzt einmal, um nicht Zeit zu verlieren. Ich probiere es dann mit dem ext4grep einfach als nächstes. Jedenfalls bei dem Tool ist mir aufgefallen, dass prinzipiell Dateinamen und Pfade wiederhergestellt worden sind. Ich probiere jetzt gleich ext4magic als nächstes. Wie dieser Name vermuten lässt, kann es halt auch ext4. Der Trick mit den Partitionen einmounten ist wieder genau der gleiche. Deswegen probiere ich das gleich jetzt damit stattdessen. 4magic, also in dem Fall muss man halt minus m angeben, was bedeutet, er soll versuchen, alles zu retten. 0p1. Okay, jetzt schaut schon besser aus. Man sieht dann eben, was er alles wiederherstellen konnte. Und wenn wir einmal kurz reinbrausen, also er macht halt ein Verzeichnis, wo dann eben die Ergebnisse reinkommen. 2008, 2018 sind dann tatsächlich die Verzeichnisse, so wie ich sie angelegt habe. Da ist jetzt lustigerweise nichts drin. Bei 2018 hat er mir jetzt halt dann doch einiges wiederherstellen können, zum Beispiel auch meine Präsentation von letzten Jahr oder das originale Tech-File. Was es dann auch noch gibt, ist dann so komische Magic-Verzeichnisse, da wird dann alles reingeschrieben, wo halt keinen Dateinamen mehr restaurieren konnte und dann ist halt in dem Fall zum Beispiel, okay, in dem Fall ist es halt ein JPEG, das dann sogar kaputt ist. In dem Fall auch, okay. In dem Fall auch. Also sowas kann dann halt passieren in der Realität, dass halt entweder ein Foto vielleicht eh funktioniert ist oder einfach kaputt ist oder wie man da leicht sieht, nur ein Teil des Fotos, in dem Fall ein sehr kleiner Teil, tatsächlich nur da ist und der Rest ist halt einfach Datenmüll. Das ist dann halt das Mühsame, wo man sich dann halt am Ende dann durchkämmern muss. Das nimmt einem halt leider dann kein Tool ab. Besser ist natürlich, wenn erst am Ende die Beschädigung ist, dann kann man das Foto noch zuschneiden. In dem Fall ist es halt eher blöd. Aber so ist halt das Leben. Dann ext undelete ist auch noch ein Tool, das auch für ext3, ext4 funktioniert.
wieder gleich zu bedienen. In dem Fall ist die Kommandozeilenoption etwas expliziter, dass man sagt, okay, bitte alles wiederherstellen. Und da ist auch, also alle diese X-Tools sind mehr oder weniger gleich oder haben halt ein ähnliches Verhalten. Scrounge NTFS, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, da auch, wie der Name schon vermuten lässt, funktioniert das nur für NTFS-Files. Was da jetzt besonders ist beim Aufruf ist, man muss zuerst mit der -L-Option sagen, zeig mir mal die Partitionen an, weil es kann ja sein, dass auf einer Festplatte mehrere NTFS-Partitionen drauf sind und man muss dem Tool dann explizit sagen, wo die Beginn- und End-Zylindergrenzen sind, damit das sich dann genau dort hineingrabt. Das probieren wir vielleicht auch aus, aber das können wir jetzt als Normal-User machen. NTFS, ja, Scrunch. Ja. Oh. Na, wo ist es denn? Passt. Genau, wenn ich es nur so anstarte, dann raunzt er, ja, ich muss ihm sagen, wo jetzt Beginn und Ende ist. Mit der -L-Option von vorher zeigt er mir dann die sozusagen die Partition Table an. Und das sind dann die beiden Zahlen, die man ihm noch geben muss. Dann rumpelt es wieder und in dem Fall sieht man halt, okay, er hat auch jetzt Dateinamen, Verzeichnisnamen zumindest teilweise wieder geschafft. Wenn wir kurz eine Sichtung machen, Linux-Tage, NTFS sind wir da drinnen, also es sind auch wieder ein paar PDF-Dateien von meinen früheren Vorträgen rausgekommen. Images in dem Fall leer, weil er vielleicht nichts gefunden hat. Und in dem Fall hat er sogar ein Bild wiederhergestellt. Ja, also es kommt halt was raus am Ende und man kann sich damit halt dann wieder durchspielen und das wieder neu einsortieren. Sleuthkit oder TSK Recover ist jetzt das erste Tool in meiner Liste, das jetzt für alle oder das, soweit ich gesehen habe, jetzt für alle Filesysteme anwendbar ist. Allerdings wieder mit dem, dass man eben gezielt eine Partition geben muss und nicht ein ganzes Disk-Image. Dann die Verwendung ist wieder genau gleich, also oder ähnlich wie zu den zuvor genannten. Dieser Punkt hier hinten ist kein Tippfehler, sondern man muss ihm sagen, wohin er die restaurierten Dateien speichern soll. Punkt bedeutet das aktuelle Verzeichnis, wo du gerade bist. Ich überspringe das jetzt, weil die Tools dann im Prinzip alle dann das Gleiche tun oder ähnlich funktionieren. Magic Rescue ist jetzt das erste, das ein bisschen anders funktioniert. Funktioniert zwar prinzipiell für alle Filesysteme, aber man muss eben sogenannte Rezepte mit übergeben und die bestimmen, auf welche Dateien er eigentlich Ausschau halten soll. Und so wie ich das verstanden habe, funktioniert das so, dass man ihm sagt, wenn er nach JPEG-Dateien suchen soll, dann weiß er, okay, eine JPEG-Datei fängt mit einer bestimmten Magic Number an, hört mit einem bestimmten Magic Number auf und damit weiß er, okay, wann immer er beim Drüberscannen auf diese Magic Numbers findet, ist es vielleicht ein JPEG-Bild und dann versucht er halt das irgendwie herauszulesen. Bedeutet natürlich auch, dass jetzt per Default nicht alle Arten von Dateien wiederhergestellt werden können, sondern nur die, die auch in diesen sogenannten Recipes dann auch definiert und konfiguriert sind. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man jetzt das auf das ganze Verzeichnis anwendet, dass er wirklich alles versucht zu restaurieren, dass es auch ziemlich lange dauert, bis er sich dann durchgegraben hat. Können wir vielleicht einmal kurz ausprobieren. Ich möchte nur gleich das Ganze kopieren. Check Rescue. Nee. Okay, dann nehmen wir halt einmal auf FAT32 Image zur Abwechslung. So. Dann rumpelt hin und wieder, schaut so aus, als ob er was erkennt. Dann, das ist auch ganz nett oder nicht ganz nett, er glaubt jetzt wahrscheinlich halt bei dem Block, den er findet, dass es jetzt ein MP3-ID-3-Tag ist, was natürlich nicht der Fall ist. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es dann vielleicht länger als sonst dauert. Ich brich's jetzt aber ab, weil man sieht schon, es dauert deutlich länger. Wenn man reinschaut, das Ergebnis sieht dann so aus, das heißt, Dateinamen Quo Vadis, also sind keine mehr da. Fotos sind sogar intakt teilweise. Okay, in dem Fall ein kleineres PNG-Bild, aber in dem Fall sind halt die Dateinamen weg und am Ende kommt halt auch wieder was raus. Findet ja. Andere Sachen als die anderen Tools, oder? Dazu komme ich noch.
Foremost ist dann auch ein Tool, das auch prinzipiell für alle Filesysteme funktioniert. Übrigens, ihr braucht das nicht fotografieren oder abschreiben, die Folien sind eh schon auf den Pre-Docs drauf, also ihr könnt es einfach von dort runterladen und nachlesen. Wie gesagt, die Anwendung ist immer das Gleiche, also entweder ruft das Tool auf, entweder direkt auf das Image oder gezielt auf eine Partition, und in den meisten Fällen gehen halt Verzeichnisstrukturen, Dateinamen verloren. Manche sind ein bisschen intelligenter und da bleibt halt zumindest die Dateinamen erhalten, das hängt dann sehr vom Tool ab. Scalpel wäre jetzt auch einfach überspringen, da ist es ähnlich wie bei Magic Rescue, dass es eben eine Config-Datei gibt, mit der man ihm sagen muss, okay, schau auf JPEG-Dateien, schau auf MPEG-Dateien, was auch immer. Und das Letzte, was ich dann noch zeigen möchte, ist Photorec. Falls du das dann bei deiner Linux-Distribution nicht findest, liegt das vielleicht daran, dass das Paket Testdisk heißt und Photorec ist ein Teil davon. Ein Testdisk ist halt eher ein Tool so zum Partitionen reparieren oder für solche Dinge, und Photorec ist ein Tool zur Datenrecovery. Nicht vom Namen verwirren lassen, es kann auch andere Arten von Dateien wiederherstellen, aber der Name lässt vielleicht darauf schließen, dass das Tool ursprünglich für Foto gedacht war, aber es kann auch PDFs, Word-Dokumente oder sonstiges wiederherstellen. Funktioniert prinzipiell auch für alle Filesysteme. Was da etwas vielleicht komfortabler ist, dass es eine Konsolenoberfläche hat, die ich dann gleich zeigen werde. Was auf jeden Fall, ich bemerkt habe, du verlierst auf jeden Fall die Verzeichnisstrukturen und die Dateinamen auch, es sei denn, es ist ein PDF oder ein Office-Dokument, dann schaut es so aus, als ob er in die Metadaten reingeht und von dort den Dokumentnamen irgendwie herausfischt und dann die Datei so benennt. Dann hätte ich gesagt, probiere ich das aus. Enkadier von Tarek. Ups, also will er root sein oder was? Gut, dann halt root. Ah, okay, ich muss ihm dann halt natürlich die Disk geben, ja, hatte ich vergessen. Ja, nehmen wir diesmal NTFS, ist egal. Gut, also das so schaut dann aus, wenn man das Tool startet. Dann kann man relativ komfortabel sich die Partition aussuchen, in dem Fall gibt es halt nur eine. Dann, okay, es ist jetzt zum Beispiel genau diese NTFS-Partition, dann kann man ihm noch sagen, okay, es ist entweder ein X-System oder eines von den Windows-üblichen Filesystemen, weil er dann halt intern wahrscheinlich irgendwie einen anderen Codepfad geht. Dann kann man noch sagen, schau nur bestimmte Bereiche oder alles an, wir nehmen alles. Und dann am Schluss gebe ich ihm das Verzeichnis an, wo er es speichern soll. Das ist das Einzige, was vielleicht ein bisschen komisch von der Bedienung ist. Also ich bin jetzt schon in dem Verzeichnis, wo ich es haben möchte, und dann da oben muss man halt auf die Taste C drücken für Continue, dann rumpelt es und der ist auch relativ schnell fertig. Dann kann man wieder aussteigen, und wenn man dann wieder, wieso ist mein File Explorer immer weg? Okay, wenn man dann reinschaut, na, Images, Photorec, legt halt auch wieder solche Zwischenverzeichnisse an. Bei größeren Datenträgern macht er dann halt dann ein Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Ich weiß nicht genau, wo er dann abschneidet, aber dann verteilt das halt ein bisschen. Und da sieht man jetzt, also die Dateien selbst sind auch wieder nur irgendwelche Nummern, was wahrscheinlich den Sektornummern oder Blocknummern entspricht. Die Dateiendung ist zumindest da. Teilweise, also ich habe das Gefühl, dass auch das Datum stimmt, dass man zumindest dann vom Datum her dann grob einschätzen kann, von wann ein Foto dann war. Okay, in dem Fall ist das keine Java-Datei, sondern irgendwas anderes. Also er macht auch manchmal, weil er halt dann natürlich auch nur mit Heuristiken auf die Dateiendungen geht, also nicht alles, was jetzt Java oder C ist, ist dann auch wirklich C. Es kann auch einfach nur eine Textdatei sein, wo was halt dann für ihn, für das Tool so ausschaut, als ob es C ist. In dem Fall ist es sogar C, aber eben, es muss nicht sein. Also da gibt es halt auch manchmal False Positives bei den Bildern. Okay, das stimmt vielleicht sogar, ja. Okay, ja, funktioniert. Was er auch noch macht, was bei diesem Tool, was andere Tools nicht machen, ist, von allen Fotos macht er auch nicht nur die F-Datei, was dem File entspricht, sondern auch eine T-Datei mit dem Thumbnail. Braucht man aber im Normalfall nicht, außer du schaust halt die T-Files einmal schnell durch. Kann man sonst eh löschen, wenn man es nicht haben will. Genau, so schaut dann halt das Ergebnis aus. Dann die versprochene Tabelle zu den Statistiken über das Tool.
Kurz zur Erklärung, jede Zeile ist quasi ein Tool und die Spalte ist das, mein verwendetes Test-Image, das ich habe. Natürlich ist es bei dem X3-Grippet so, dass der nur für X3 funktioniert, deswegen gibt es für die anderen Filesysteme keine Werte. Zum Thema Summe, damit meine ich jetzt die Summe von Unique-Hash-Hits, die ich habe. Das heißt, wenn ich diese Spalte hergehe und alle diese restaurierten Dateien auf einen Haufen schmeiße und dann wieder mit MD5 mit den originalen Dateien vergleiche, dann ist die Summe größer als oder scheinbar immer größer als die Anzahl der Dateien, die ein einzelnes Tool wiederhergestellt hat, was jetzt deine Frage von vorher beantwortet. Das heißt, es schaut tatsächlich so aus, also bei NTFS sieht man es ganz extrem, jedes Tool schafft maximal 70 eindeutige Dateien, aber wenn du alle Tools anwendest, kommst du am Ende auf 123 eindeutige restaurierte Dateien, die auch tatsächlich Originaldateien entsprechen, zumindest vom MD5-Hash her. Ist jetzt zwar nicht kryptografisch sicher, aber sollte in dem Fall egal sein. Dann zu den Lesson Learned, was ich dabei gelernt habe, natürlich Backups machen und auch die 3-2-1-Regel beachten. Speziell bei der zweiten Geschichte wäre die 1er-Regel nett gewesen, was bedeutet, dass man eines der Backup-Medium auf einem anderen Standort hat, dass man das nicht auch sofort in Panikaktion halt ansteckt und dann halt irgendeine Schadsoftware das gleich mitlöscht. Wenn jetzt ein Unfall passiert, was natürlich passieren kann, don't panic, 1. Regel, versuchen Schreibzugriffe auf den betroffenen Datenträger zu vermeiden. Im Zweifel ein Image ziehen und einfach mit dem Image weiterarbeiten. Ganz besondere Vorsicht, wenn der Verdacht besteht, dass der Rechner irgendwie infiziert ist. Was man dann gerne dazu geneigt ist, dass man den Rechner einschaltet, um dann dem Experten, der zu Hilfe kommt, das Problem zu zeigen. Aber wenn da jetzt wirklich sowas wie ein Krypto-Trojan oder was drauf ist, dann macht er natürlich im Hintergrund munter weiter und zerstört dann potenziell mehr Daten, als vorher noch zu retten gewesen wären. Und nach dieser zweiten Geschichte, also auch keine Backup-Medien anschließen, wenn eben der Verdacht da ist, dass der Rechner eigentlich infiziert ist, weil dann geht es dem Backup-Medium natürlich genauso. Gilt wahrscheinlich auch für Netzwerklaufwerke, würde ich einmal behaupten, aber das hängt dann natürlich immer von der Schadsoftware ab, aber im Zweifel sind auch Netzlaufwerke davon betroffen. Ja. Dann, es gibt jetzt keinen Testsieger in dem Sinn. Natürlich ist auch so, dass wenn du in den Man-Pages liest von den Tools, kein Tool garantiert dir jetzt irgendwie, ich kann alles wiederherstellen und bla bla bla. Es wäre auch sehr unseriös, weil es gibt einfach keine Garantie, weil du da in einem Modus bist, wo du halt dann einen Datenträger hast und das Tool kann halt nur das retten, was halt aus Sicht des Tools noch zu retten ist. Man muss auch etwas Geduld mitbringen. Also in dem einen Beispiel bei dieser 750 GB Systemfestplatte hat das Fotorec dann doch gut 2 Tage sich durchgegraben, bis er dann durch war. Das meiste von den 750 GB war dann eigentlich eh unbenutzter Platz, aber es dauert. Man hat es jetzt vorher nicht gesehen, aber es hat auch so eine Estimated Time Until Completion, also sprich eine Zeitanzeige, bis wann das Tool glaubt, dass es fertig ist. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass das eigentlich manchmal sehr stark nach oben geht, dann wieder sehr stark zurückgeht. Also es schwankt auch ziemlich auf und ab. Also man kann sich nicht hundertprozentig darauf verlassen. Dann der wichtigste Punkt, dass die Tools scheinbar auch unterschiedliche Dateien wiederherstellen. Es ist nicht so, dass es ein Tool einfach nur mehr Dateien wiederherstellt, sondern auch andere Dateien als ein anderes Tool. Das heißt, die Schnittmenge ist jetzt keine klassische Übermenge, sondern es sind immer Schnittmengen offensichtlich. Eine genauere Auswertung habe ich mir allerdings jetzt erspart. Und das bedeutet, wenn du jetzt einen Schadfall hast, dann macht es durchaus Sinn, einfach mehrere von diesen Tools drüber laufen zu lassen. Wenn es darum geht, möglichst viele Dateien wiederherzustellen, ist es eine gute Idee, einfach alle genannten Tools drüber fahren zu lassen, weil du damit die Menge der wiederherstellbaren Dateien wieder erhöhst. Dann, wenn man das jetzt tut, was ich dann auch gemacht habe, jetzt hast du mehrere Datenträger, natürlich mehrere Daten dann mehrfach liegen. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, das alles so liegen zu lassen, sondern es gibt dann noch ein paar kleine Helferlein, mit denen man zum Beispiel eine Deduplizierung machen kann. Das Tool nennt sich fdupes. Das sind jetzt 2 beispielhafte Aufrufe. Das heißt, man sagt, also minus R bedeutet rekursiv, Punkt heißt, in dieses Verzeichnis bitte durchgraben. Also damit meine ich jetzt dort, wo die Dateien bereits wiederhergestellt worden sind.
Dann minus dn habe ich jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, aber ich glaube, das bedeutet, er geht durch und löscht dann am Ende alle doppelten Dateien und f bedeutet, dass er sich die erste aufhebt und i ist fast das gleiche und das heißt nur, dass er während dem Drüberscannen, wenn er ein Duplikat findet, dass er das sofort löscht und nicht erst wartet, bis er am Ende angekommen ist. Details bitte siehe die Man-Page, die werde ich jetzt auch nicht vorführen aus zeitlichen Gründen. Dann das, was ihr vorher schon vielleicht kurz bemerkt habt, nicht alles, was da jetzt wiederhergestellt wird, ist auch tatsächlich eine echte Datei. Was ich dann auch gemacht habe in dem zweiten Fall war, ich sage einfach einmal, nimm alle Files her. Ich sage File, also wenn ich nach einem bestimmten File suche und dann sage, warte mal kurz. Ich probiere es einmal aus, vielleicht habe ich mich da irgendwo vertan. Type F ist einmal dieses. Ich weiß schon, okay, passt schon. ArcsFile ist das Tool, das dann hinten dazu schreibt, was das Tool, was das File-Tool glaubt, dass es für eine Datei ist. Und dann kann man zum Beispiel sagen, ich suche nach Data Doppelpunkt. Okay, in dem Fall gibt es jetzt keinen Treffer. Da bei dem vorderen Tool gibt es jetzt Treffer und wenn jetzt das File-Tool zum Beispiel sagt, das ist Data, es ist einfach irgendwas und die Datei heißt aber .jpeg, dann kann man sagen, okay, wahrscheinlich ist das einfach Mist und man kann das gleich aussortieren. Das ist das, was ich da sagen wollte. Das heißt, alles, was von der Dateiendung bei der Wiederherstellung .jpeg heißt, aber eigentlich vom File-Tool als Data identifiziert wird, kann einmal weg, weil da ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts drinnen, was dir hilft. Es kann aber dann trotzdem sein, dass das File-Tool sagt, es ist ein JPEG-Bild und es ist dann trotzdem kaputt, so wie bei dem einen Beispiel, das du vorher vielleicht gesehen hast, dann kann man versuchen, mit so Check-Tools dann auch noch einmal gezielt drüber zu fahren. Beispiel jetzt JPEG-Info, minus C und der sagt dann am Schluss okay oder nicht okay. Und nicht okay wäre dann ein Kandidat für eine kaputte Datei. Aber wie gesagt, das hängt dann auch wieder davon ab, wie viel von der Datei kaputt ist. Weil wenn nur unten jetzt die letzten 20 Pixeln kaputt sind, kann man ja das Foto trotzdem noch verwenden. Das gleiche, so ähnliche Tools gibt es auch für MPEG oder andere Dinger. Deswegen die Punkt, Punkt, Punkt. Und damit bin ich schon am Ende. Fragen und Antworten wäre jetzt offen und Feedback bitte geben. Ich hoffe, der Link stimmt. Ich habe den gestern noch rauskopiert. Positives Feedback immer gerne, bei negativem Feedback bitte auch genauer hinschreiben, was ich konkret verbessern könnte. Es hilft da mehr, als wenn nur drinnen steht, der Vortrag war schlecht. So. Okay, danke. Okay, gibt es Fragen? Hände hoch bitte. Okay, es kommt dann die Dame mit dem Mikrofon. Ja. Okay, ja. Servus. Danke für den Vortrag. Kurze Frage, hast du Erfahrungen mit ButterFS oder ZFS-Datenrettung? Gibt es da irgendwas in die Richtung? Kurze Antwort, nein. Also ich habe keine Erfahrung. Wahrscheinlich kannst du die Sachen wie Fotorec, ich würde es einfach ausprobieren. Und die Tools, die eben nur auf Magic Numbers gehen, die gehen halt einfach stur auf das Image und sind vielleicht auch in der Lage, etwas zu retten. Aber jetzt, ich habe mich auch bewusst auf diese vier Filesysteme beschränkt und für ZFS kann ich jetzt nichts Sinnvolles sagen hier. Ja. Okay, da vorne. Bitte. Hast du auch FDisk mal probiert? Es hat auch ein schönes Command-Line-Interface für gelöschte Daten, also die man wiederherstellen kann. FDisk, das ist ja das Partitionierungstool, oder? Oder was meinst du? Ja, aber es gibt auch eine Möglichkeit, da Daten wiederherzustellen. Das habe ich schon mal verwendet, funktioniert eigentlich recht gut. Na, wäre mir jetzt nicht bekannt. Okay. Aber danke für den Hinweis. Also ich sage auch nicht, dass die Toolliste, die ich jetzt vorgestellt habe, vollständig ist. Habe ich jetzt vergessen zu erwähnen vorher. Das sind nur die, die mir halt bei der Recherche am ersten entgegengekommen sind bei der Suche. Also wenn jemand auch noch andere Tools kennt und gute Erfahrungen hat, dann vielleicht bitte ins Mikrofon sprechen, damit das dann auch auf dem Stream verewigt ist.
Okay, danke. Ja, also zu dem Thema. Was ich wirklich empfehlen kann, ist, wenn man Fotos oder Videos wiederherstellt, dass man ein Programm wie Digicam drüber laufen lässt. Das ist eine Bilderdatenbank, okay. Bei der man dann eben auch nach Datum sortieren kann, nach Aufnahmedatum. Aha, okay. Das heißt, wenn ich dann diesen ganzen Stream habe von Fotorack mit keine Dateinamen mehr und keine Sortierungen mehr und Digicam drüber lasse, dann sortiert man das genau nach Datum und nach Jahren. Es kann zum Beispiel nach Jahren gruppieren und die dann okay, also dass die Daten halt aufbereitet werden. Genau, ja. Für die Aufbereitung kann man sowas empfehlen. Okay, ja, danke für den Input. Noch jemand? Handy hoch bitte oder Hand hoch bitte. Okay, da noch eine. Nur ganz eine kurze Frage zu der Übersichtstabelle. Wie viele Dateien waren es insgesamt? So 340 plus minus, aber natürlich muss ich auch dazu sagen, warte, ich gehe zurück zum Anfang. Da. Also insgesamt waren es 340 Rohdaten, aber wie du da jetzt an der Größe erkennst, es war natürlich so, dass zu keinem Zeitpunkt alle 340 Daten wirklich drauf waren. Deswegen, wie gesagt, habe ich gesagt, dass die Zahlen eher mit Vorsicht zu genießen und das war jetzt eher der Versuch, da irgendwie unter Laborbedingungen das irgendwie zu probieren, aber ob das jetzt sonderlich erfolgreich war, weiß ich nicht. Aber was ich, glaube ich, trotzdem sagen kann am Ende, also wenn ich mir diese Spalte anschaue, scheint das trotzdem ein Muster zu sein. Und ich habe das auch mit einer, dann später dann verifiziert, mit einer echten Speicherkarte von einer Digitalkamera. Da hat es auch ähnliche Effekte gegeben. Und auch bei dem zweiten Datenrettungsfall habe ich auch in Summe das Fotorack und ich glaube das Ground-Gen-DFS drüber fahren laufen lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ist auch etwas Neues dabei rausgekommen. Also die Aussage kann ich, glaube ich, stehen lassen. Und ob diese Zahlen jetzt objektiv sind, ich würde sagen, eher nicht. Also es hängt natürlich immer, in der Realität hängt es immer von deinem tatsächlichen Datenträger ab. Und 128 MB ist jetzt auch keine Menge. Und ja. Beantwortet das deine Frage? Okay. Okay, noch jemand? Dann danke für die Aufmerksamkeit und ich werde gegen 16 Uhr wieder beim Bearing Point Stand sein, in der Nähe vom E7, falls jemand dann doch noch eine Frage hat.